Guten Tag. Heute möchte ich Ihnen ein Thema näher bringen, das vielleicht in der letzten Zeit etwas in Vergessenheit geraten ist. Und zwar das Thema Orte der Kraft. Seit vielen, vielen Jahren unternehme ich Reisen zu Orten der Kraft, mystische Reisen. All diese Reisen sind wirklich Reisen auch zu sich selbst und ganz viel Seelenentfaltung, Seelenheilung, aber auch Entfaltung des eigenen Potenzials kann an diesen Orten stattfinden. Und weise Leute haben vor langer Zeit schon gesagt, der kürzeste Weg zu sich selbst ist eine Reise um die Welt. Ja, was ist so besonders an gewissen Orten der Kraft? Sind Orte, an denen auf diesem Planeten Erde verschiedenste Energiebahnen und Energielinien zusammenkommen und eine ganz intensive, lebensfördernde, lebensstärkende und bewusstseinserweiternde Energie an diesen Orten präsent ist. Ja, seit Tausenden von Jahren hat die Menschheit solche Orte genutzt. Viele Heilorte sind auch heute noch bekannt in unserer westlichen Kultur, vielleicht jetzt zum Beispiel Lourdes in Südfrankreich oder ein noch älterer Kraftort Stonehenge in Südengland. Aber jedes Land und ja, jeder Teil dieser Erde hat ganz spezielle individuelle Orte der Kraft. Und es macht sehr wohl einen Unterschied, mit dem physischen Körper dorthin zu reisen. Natürlich, man kann sich jetzt auf der mentalen Ebene mit jedem Ort dieser Erde und auch mit Orten außerhalb dieser Erde sehr leicht verbinden. Aber für unseren physischen Körper ist es sehr wohl ein Unterschied. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, eine sehr schöne Erfahrung, war die, dass ich schon seit der Kindheit fasziniert war von den ägyptischen Pyramiden. Und ich habe Bücher gehabt, wo diese Pyramiden abgebildet waren. Ich habe Reiseberichte gelesen, habe Filme gesehen, wo diese Pyramiden präsentiert wurden. Und dennoch, es war so ein unendlich großer Unterschied, wie ich das erste Mal mit dem physischen Körper vor der Cheops-Pyramide gestanden bin. Die Macht und die Größe dieses Gebäudes spüren konnte auf meinem Körper. Die riesigen Steinquader mit den Händen berühren konnte und eben wirklich ganz eintauchen konnte in dieses mystische und magische Feld der großen Pyramiden. Und ja, ich möchte sagen, die Erfahrung, die gelebte Erfahrung an sehr, sehr vielen dieser Orte der Kraft gewesen zu sein, hat meine Bewusstseinsentwicklung sicherlich sehr positiv beeinflusst und wahrscheinlich sind sehr viele meiner Talente und Fähigkeiten, die ich im Laufe der Jahre entwickeln durfte, entwickeln konnte, auch zur Entfaltung gekommen durch tiefgreifende mystische Erfahrungen an solchen Orten der Kraft. Und so lade ich immer wieder Menschen dazu ein, mit mir solche tiefen mystischen Erfahrungen zu machen, an verschiedenste Orte der Kraft zu reisen.
Und von diesen Orten nehme ich natürlich auch immer Gegenstände mit, Erinnerungen mit. Und wann immer ich sozusagen wieder in dieses Feld eintauchen möchte, dann gelingt es mir noch viel ganzheitlicher, weil ja in meinem physischen Körper die gelebte Erfahrung dieses Ortes als Information, aber auch als Schwingung gespeichert ist. Und so ist es dann für mich möglich, natürlich innere Seelenreisen zu diesen mystischen Orten zu unternehmen, auch wenn ich nicht jedes Mal mit dem physischen Körper dorthin reise. Und so ist es wirklich etwas, so eine mystische Reise zu einem Ort der Kraft, die einen für den Rest des Lebens bereichert und die Möglichkeit gibt, ganz viel in sich selber auch zu heilen, indem man immer wieder in die Schwingungsfelder und Bewusstseinsfelder von Orten der Kraft eintaucht. Ja, ich möchte Ihnen vielleicht ein bisschen Gusto machen auf solche mystischen Erfahrungen und möchte ein bisschen etwas weitergeben von Erfahrungen, die ich in einem ganz speziellen Teil der Erde gemacht habe, und zwar in Polynesien. Besonders auf den hawaiianischen Inseln, die an sich wunderbare Orte der Kraft sind. Die hawaiianischen Inseln beinhalten alles, was es auf diesem Planeten an schönen Erfahrungen bezüglich Natur gibt, auf kleinstem Raum. Es gibt Teile, die sind sehr trocken, steppenartig, und ein paar Kilometer weiter ist man in einer Zone tropischer Regenwaldvegetation. Und das ist wirklich sehr lustig, zum Beispiel auf Big Island, der größten der hawaiianischen Inseln, wenn man in das Landesinnere fährt. Gibt es einen kleinen Teil, wenn man da Fotos macht, könnte man genauso gut sagen, diese Fotos sind zum Beispiel in Österreich gemacht, auf einer Alm, es gibt Wiesen, es sind auch Kühe und Nadelbäume, und ja, könnten diese Bilder durchgehen als wunderbare Aufnahmen, zum Beispiel aus Tirol oder vielleicht auch aus den Schweizer Alpen. Und vielleicht 10 Kilometer weiter macht die Straße eine Biegung, und von einem Moment auf den anderen ist dort eine Wetterscheide und man steht im subtropischen Regenwald mit total anderer Vegetation und auch anderen Klimaverhältnissen. Und so ist es wirklich eine wunderbare Möglichkeit, sich mit so vielen Aspekten auch des eigenen Selbst auseinanderzusetzen. Man braucht nicht lange zu reisen auf dieser Insel, um in sich ganz andere Aspekte zu aktivieren. Es ist auch der Big Island der Ort, an dem direkt Feuer und Wasser eine mystische Vereinigung eingehen. Es gibt dort eben einen großen aktiven Vulkan, und die Lava dieses aktiven Vulkans fließt direkt in das Meer. Auch das ein wunderbares Schauspiel zu sehen, wie diese beiden schier unvereinbaren Kräfte, Feuer und Wasser, dort sehr wohl eine harmonische Vereinigung finden. Ja, und auch grundsätzlich die Bevölkerung, die Hawaiianer, haben sich sehr viel dieser
positiven Verbindung zu den Elementkräften und Naturkräften über die Jahrtausende erhalten. Und die hawaiianische Kultur, die Kahuna-Schamanen haben eine wunderbare Möglichkeit auch gefunden, sehr praxisbezogen das Mystische, das Spirituelle mit dem Alltag zu verbinden. Und so kann man auf allen Ebenen auch für sich sehr viel lernen. Eben auch diese in der westlichen Gesellschaft verloren gegangenen Qualitäten unserer Realität und der Schöpfung, das Mystische und das Magische wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken und auch die Chancen und Möglichkeiten dieses Teils der Schöpfung für die Harmonisierung und die Verbesserung der Lebensqualität im Alltag einzusetzen. Und all das sind die Möglichkeiten, die sich dem Menschen, der bereit ist, eben auch vielleicht mit dem Auge des Herzens zu sehen und der bereit ist, sich wirklich diesen mystischen Erfahrungen an Orten der Kraft zu öffnen, ermöglicht werden. Wunderbare Chancen, sich selbst zu heilen, aber umgekehrt auch, wenn der Mensch bereit ist, an speziellen Knotenpunkten im Energiefeld des Planeten Erde zu sein und seine Energie einzubringen, ist das auch eine Möglichkeit, die Erde zu heilen und eine Möglichkeit, all die Dinge, die einem wertvoll sind, zu teilen mit dem gesamten Bewusstseins- und Energiefeld des Planeten. Ja, und so gibt es natürlich auch immer wieder Aufgaben. Der Planet ruft, die Erde, das lebendige Bewusstsein des Planeten Erde, ruft Menschen, die offen sind für diese Interaktion mit Pflanzen, mit Tieren, mit Flüssen, mit Seen, mit Bergen, mitzuarbeiten, die Erde zu wandeln und mitzuarbeiten, co-schöpferisch mit all den wunderbaren unterstützenden Kräften des Kosmos und des Planeten Erde, paradiesische Zustände für alle Lebewesen auf diesem Planeten zu erschaffen, Schritt für Schritt. Und natürlich kann man das an jedem Punkt der Erde tun, aber an manchen Orten kann man einfach mit einer großen Hebelwirkung rechnen. Eben, wenn sehr viele Energielinien sich kreuzen, dass all die Arbeiten auch bezüglich Erdheilung und Heilarbeiten ganz generell, dass an bestimmten Orten mit sehr wenig Aufwand eine ganz große Wirkung erzielt werden kann. Ja, und so hoffe ich, dass ich den einen oder anderen, die eine oder die andere, ein bisschen neugierig machen konnte, hineinzufühlen, ob nicht doch verschiedenste Seelen sich aufgerufen fühlen, gewisse Heilarbeiten, nicht nur für sich, das ist ganz selbstverständlich, dass an solchen Orten der Kraftheilung für einen persönlich stattfindet, dass man diese Heilenergie auch an seine Liebsten senden kann, aber eben, dass viele Seelen vielleicht doch in sich das Bedürfnis verspüren, eben auch co-schöpferisch Heilarbeit für die Erde zu machen. Ja, wer diesbezüglich Interesse hat, sich mit mir auszutauschen, wer neugierig ist, welche Orte als nächstes auch mich rufen und anziehen, würde ich mich freuen, wenn Sie sich mit mir in Verbindung setzen. So wünsche ich Ihnen.
Alles Gute und vielen Dank für Ihr Interesse.